Heute möchte ich mich mal mit der Baureihe 44 beschäftigen, den alten schweren Güterzuglokomotiven, gerade von Märklin, die 3027 bzw. die 3047. Diese fünfachsigen Güterzugloks hatten es mir schon immer sehr angetan, aber ich habe es bis jetzt noch nicht fertiggebracht, mir irgendwo eine zuzulegen. Zum letzten Mal bin ich im Sommer, glaube ich, bei einer Auktion rausgeflogen, bei knapp über 100 Euro, und danach habe ich mich erstmal nicht weiter damit beschäftigt. Das Ganze war jetzt nicht unbedingt ein Muss, und so habe ich das erstmal auf die lange Bank geschoben. Und ich denke mir, das Warten hat sich gelohnt, denn jetzt wurde mir Anfang November für 65 Euro im Sofortkaufen plus 7 Euro Versand. Und von diesen 7 Euro Versand hat mir der Käufer dann netterweise 1,50 Euro zurücküberwiesen, sodass ich jetzt 70,50 Euro für die Lokomotive insgesamt bezahlt habe. Das Ganze mit einer schönen, noch relativ gut erhaltenen hellblauen Packung, so wie sie mir von Märklin eigentlich noch am besten gefallen. Es handelt sich dann hier um eine 3047, sozusagen das zweite Modell. Die 3027 wurde vorher gebaut, bis Ende 63 wohl. Und von Märklin wurde die 3047 dann ab 1964 in den Katalog aufgenommen. Und hier habt ihr einmal das Bild aus dem 1964er Katalog von der ersten Variante. Deren Hauptmerkmale, mit denen sie sich dann von den weiteren Varianten unterscheidet, sind zum einen hier am Führerhaus die beiden Seitenfenster und die Führerhausbeschriftung mit der 3047 44 690. Und diese erste Variante hat dann, wie hier auf dem nächsten Bild zu sehen, auf der hinteren Treibachse zwei Haftreifen. Bei meinem Modell handelt es sich dann hier um die 1965er Variante, beziehungsweise ab 1965 gebaute Variante, hier das Katalogbild aus dem 1965er Katalog. Und der Hauptunterschied sind dann vom Gehäuse her, dass wir hier nur noch ein Seitenfenster am Führerstand haben und haben diese DB-Beschriftung. Hier auf dem Foto kann man das besser erkennen, das heißt nur noch das eine Seitenfenster und dann die Deutsche Bundesbahn-Beschriftung. Und die Beschreibung im Katalog ist hier gleich geblieben, das heißt hier haben wir immer noch zwei Haftreifen auf der hinteren Achse. Und ich habe mein Modell jetzt mal von unten fotografiert. Das heißt, wir haben hinten die beiden Haftreifen sind geblieben und auf der mittleren Treibachse der dritten sind dann auch nochmal zwei Haftreifen dazugekommen. Märklin hat es dann zum ersten Mal korrigiert ab 1969 und hat dann darauf hingewiesen, dass die Lokomotive mit vier Haftreifen ausgestattet ist. Diese dritte Variante wurde dann auch gebaut von 1965 bis 1973 und von 1974 bis 1980 gab es wohl einen Teilesatz der Lokomotive unter der 3947, aber die taucht in keinem Katalog auf. Die wurde wohl nur den Märklin-Händlern dann so ausgeliefert. Keine Ahnung, wie das da beworben wurde oder ob das unter Ladentheke dann irgendwie verkauft wurde, wenn jemand nachgefragt hat. Und ich habe auch sonst keine weiteren Abbildungen von diesem Teilesatz gefunden. Und hier die Lokomotive dann nochmal mit dem Karton. Für mich, wie gesagt, diese hellblauen Kartons aus meiner Kindheit waren für mich mit die schönsten Kartons, die es damals gab. Aber vielleicht kommt das auch nur aus der Erinnerung heraus. Und hier auf der Seite könnt ihr nochmal sehen, gebaut in 1965. Ich selbst bin aus 1965. Von daher ist die Lokomotive dann also genauso alt wie ich, mittlerweile 58 Jahre. Und jetzt habe ich die Lokomotive voller Begeisterung auf die Schienen gestellt. Und auf gerader Strecke war ich auch erstmal sehr begeistert für das Alter der Lokomotive, ohne dass ich jetzt hier am Anfang irgendwas gewartet habe. Allerdings, wenn es in die Kurve ging, fing die Lokomotive leicht an zu ruckeln und auf der geraden Strecke dann wieder alles in Ordnung und in der Kurve wieder das gleiche Problem. Ich habe dann die Lokomotive einfach mal von der Richtung her gewechselt und dann wurde das eigentlich eher noch schlimmer. Sobald es in die Kurve ging, fing die Lokomotive richtig an zu ruckeln und zu schaukeln. Da ist also irgendwas jetzt nicht in Ordnung. Ich habe die Lokomotive dann rückwärts fahren lassen, also auch in beide Richtungen, einmal rechts rum, einmal links rum. Da ist das Problem eigentlich nicht aufgetreten und sie ist da vollkommen gleichmäßig gefahren, egal ob rechts oder links rum. Ich hatte dann erst den Verdacht, dass hier vielleicht irgendwas am Gestänge verbogen ist oder locker ist, habe mir die Lokomotive mal von unten angeguckt, aber auf den ersten Blick war das bis auf so ein paar minimale, nicht ganz exakt gerade laufende Gestänge alles in Ordnung. Man kann es hier auf dem Foto vielleicht nicht ganz so perfekt erkennen. Habe mir die Lokomotive dann mal auf der Anlage von der Seite genauer angeschaut.
Und an der linken Seite war für mich hier eigentlich auch nichts zu erkennen. Und als die Lokomotive dann auf die andere Seite gedreht habe, konnte man dann hier sehen, dass an den Treibrädern unten die Muttern zur Befestigung vom Gestänge auf den hinteren beiden Treibachsen und den vorderen beiden Treibachsen in dieser Position relativ ungefähr auf dieser 6 Uhr Position sind. Und in der mittleren Treibachse sich diese Mutter eigentlich eher so auf der 5 Uhr, vielleicht sogar noch ein bisschen höher, Position befindet. Sodass ich hier hoffte, dass ich den Fehler sozusagen hier gefunden habe. Ich bin dann hingegangen, habe die Lokomotive hier auf den Rücken gedreht und jetzt alle Feinmechaniker mögen jetzt bitte wegschauen oder mir verzeihen. Im Grunde genommen nehme ich jetzt also sozusagen die Schere auf der linken Seite, um das linke Rad und die Achse zu halten. Und auf der rechten Seite gehe ich hin und drehe mit dem Schraubendreher in den Speichen eingehängt dieses Rad weiter in die 6 Uhr Position. Das habe ich dann zweimal gemacht. Und nachdem ich das zum zweiten Mal gemacht habe, sitzt dann auch, wie ihr hier auf dem Bild sehen könnt, diese Befestigungsmutter relativ unten. Ist nicht ganz perfekt. Wenn man sich es genau anguckt, würde ich sagen, dass auf der linken Seite die zweite Treibachse jetzt auch noch ein bisschen in die Mitte korrigiert werden könnte. Dadurch, dass aber diese Gestänge relativ große Aussparungen haben, weil dieser Knickrahmen ja sich auch nach außen drehen kann, scheint das schon ausreichend zu sein. Ich habe mir so dann nichts weiter gemacht. Und im Endeffekt ist das jetzt das Ergebnis. Das heißt, wahrscheinlich hat sich durch diese Fehlstellung von diesem mittleren Rad in den Kurven dann einfach das Gestänge verklemmt, weil der Weg hier einfach dann irgendwo zu kurz wurde. Die Lokomotive fährt jetzt wieder ganz normal. Ich werde dann demnächst nochmal nach der Telex-Kupplung gucken und auch nach dem Rauchgenerator. Ich muss diesen Umschalter nochmal genauer einstellen. Das heißt, die Lokomotive in der richtigen Wartung unterziehen. Aber ich bin jetzt erstmal froh, dass ich mit dieser relativ groben Korrektur der Achse bzw. dieses Rades die Lokomotive hier wieder voll funktionsfähig gemacht habe. Dafür, dass die Lokomotive 58 Jahre alt ist, ich weiß nicht, wann der Vorgänger hier zum letzten Mal was gemacht hat, die Kontakte sind perfekt, es gibt hier kein Ruckeln, gar nichts, dieses enorme Gewicht. Und auch was die Wagen hinten angeht, glaube ich, sind dieser Lokomotive vollkommen egal, was man anhängt. Mit diesen 5 angetriebenen Achsen und auf 4 Rädern dann die Haftreifen drauf, ist es wahrscheinlich eines der zugstärksten Modelle, was Märklin damals gebaut hat. Ich bin mal wieder begeistert von der alten Technik, die hier nach 58 Jahren auch bei der Baureihe 44 noch vollkommen problemlos funktioniert. Und wenn ihr von der 44 nicht genug bekommen könnt, dann weise ich euch mal auf das Video von Rudi hin, von dem Kanal Sound Creator. Er hat mit seinem Video Soundbahn 2023.3 hier den 44er sozusagen ein akustisches Denkmal gesetzt. Ich habe es hier oben in den Button verlinkt und verlinke es euch auch nochmal unten unter das Video. Und das war es dann von mir mit der 3047 bzw. der Baureihe 44 von Märklin. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie man solche Ausfälle besser in den Griff bekommt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wie gesagt, bei mir hat es auf die grobe Art jetzt hier relativ gut funktioniert. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen und bis demnächst.